Wenn wir eine neue leere Datei in Word aufmachen, so sind gewisse Schriftformatierungen ja schon vorgegeben. Ich habe hier nun mal einen Titel und einen Untertitel geschrieben und dem Titel die Formatvorlage Überschrift 1 und dem Untertitel Überschrift 2 gegeben. Nun, Microsoft hat sich da sehr Mühe gegeben mit der Farbe, nur ist das eigentlich eher unpraktisch. Normalerweise verwende ich eine schwarze Farbe und vor allem eben auch eine andere Schrift. Und wenn ich das jedes Mal von neuem machen muss, dann braucht mich das schlicht zu viel Zeit. Du kannst dir also sehr viel Arbeit ersparen, wenn du von Beginn weg eine eigene, maßgeschneiderte Vorlage für leere Dateien anlegst. Nun, diese Datei, auf die Word zurückgreift, die ist ein bisschen versteckt mit dem neuen Mac-Betriebssystem umso mehr. Sie liegt nämlich in deinem Home-Verzeichnis in der Library. Ich bin hier jetzt in meinem Home-Verzeichnis, aber die Library sehe ich ja gar nicht mehr. Jetzt wählst du Gehe zu und hältst die Alt-Taste gedrückt und hier erscheint sie nun plötzlich. Genauso könntest du Gehe zum Ordner und dann Library reinschreiben, das kommt auf selbe raus. Also ich wähle sie aus und jetzt siehst du, so leicht verblasst erscheint sie in der Liste. Und wir gehen auf Application Support, Microsoft, Office, Benutzervorlagen, hier drin ist sie. Normal dot ist also diese Datei, die geöffnet wird, wenn du eine neue leere Datei erstellst. Und unter meine Vorlagen sind im Moment bei mir keine vorhanden. Aber hier wären dann die Vorlagen, die du für bestimmte Zwecke anlegst, für Briefe, für Formulare, für Protokolle und so weiter. Gut, und diese Datei müssen wir nun öffnen, wenn wir einen Doppelklick machen. So gelingt das nicht richtig. Du siehst, es ist nicht normal dort geöffnet, sondern wiederum eine neue leere Datei, die im Moment Dokument 2 heißt. Nun egal, beginnen wir gleich mit der Gestaltung. Also schreiben wir mal Titel und geben dem diese Formatierung. Untertitel. Das soll Überschrift 2 sein und anschließend der normale Text. Dieser Titel, der soll nun eine andere Schrift haben. Fett und er soll schwarz sein. Der Untertitel ebenfalls Helvetica Neue, aber nur 12 Punkt groß und ebenso schwarz. Und der Text soll ebenfalls Helvetica Neue, diesmal aber light. Und die Größe 10 reicht mir bei weitem. Allenfalls kannst du hier noch den Zeilenabstand wählen. 1 ist definitiv zu klein. Ich wähle hier 1,15. Das ist das absolute Minimum. Besser wäre noch 1,3. Und jetzt sind wir eigentlich soweit. Diese Schriften sind alle geändert, aber jetzt muss ich sie noch anpassen. Mit einem Rechtsklick auf Überschrift 1 wähle ich Aktualisieren, um der Auswahl anzupassen. Und künftig wird immer diese Schrift für die Überschrift 1 verwendet. Dasselbe mache ich für Überschrift 2. Rechtsklick darauf, Aktualisieren, um der Auswahl anzupassen. Und dasselbe auch noch für Standard. Lass dir ruhig etwas Zeit dafür. Ich habe auch noch Vorlagen für Listen, nummerierte und Aufzählungslisten angelegt. Ich habe sogar graue Kästchen angelegt für Kommentare und so weiter. Also bei mir ist eigentlich alles schon vorgegeben und auf das kann ich dann anschließend in einer neuen Datei zugreifen. Nun, wir wollen ja nicht, dass jedes Mal, wenn wir eine neue Datei aufmachen, dieses Nonsensgebrabbel da erscheint, deshalb lösche ich das wieder. Die Formatvorlagen, die bleiben dadurch natürlich bestehen. Jetzt
speichern wir das als Vorlage, Datei, speichern unter. Und jetzt eben nicht als normale Word-Datei, sondern eben als Word-Vorlage.m. Allenfalls ist hier noch ein Haken drin. Hier muss unbedingt der Haken raus sein. Also der Suffix darf nicht ausgeblendet sein. Es muss hier diese Endung .m sein. Ich wähle als Speicherort meine, nicht meine Vorlagen, sondern Benutzervorlagen, wo eben dieses normal.m schon drin ist. Und als Name gebe ich mal normal neu ein. Ich kann nämlich diese vorhandene Datei nicht einfach überschreiben. Ich klicke auf Sichern. Und jetzt gehe ich nochmals in diesen Ordner. Die alte Datei, die benenne ich um in alt. Und die neue soll jetzt einfach nur normal heißen. Und jetzt sind wir eigentlich bereit. Wenn ich jetzt eine neue Datei erstelle, siehst du, hast du sogleich Zugriff auf all diese Änderungen, die du vorhin gemacht hast. Jede neue Datei wird nun deine neu erstellten Formatierungen enthalten.